Joho, Kritzepixel-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kritzepixel hier auf meinem Art-Channel voller Kritzel, Pixel, Kunst und Krempel. Heute mehr Krempel, aber auch ganz viel Kunst, denn wir widmen uns heute Make-up. Nein, das kommt nicht in mein Gesicht, das kommt tatsächlich aufs Papier. Das war eure Idee, als ich bei den Pen Pastels erzählt hatte, dass sich das ähnlich anfühlt wie das Verblenden von Lidschatten. Und man benutzt ja auch die gleichen Schwämmchen und Applikatoren. Wie bei Lidschatten. Okay, diese Lidschatten-Applikatoren nutzt eigentlich, glaube ich, niemand außer mir. Ich mag die. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass es professionelle Pinsel gibt, aber die kosten Geld. Okay, ich bin geizig. Sagt die Frau, die da eine NYX Ultimate-Palette liegen hat. Die war günstig. Die hat nur 15 Euro gekostet und die war regenbogenfarbig. Diese Nudes Eyeshadow-Palette hier, die war viel günstiger. Die hat 3,45 Euro gekostet und die habe ich mir nicht gekauft, um sie mir ins Gesicht zu packen. Ich packe mir generell recht wenig ins Gesicht, weil ich eine ölige Haut. Da bleibt eh nichts drauf. Nein, die habe ich mir gekauft, um sie später kaputt zu machen, damit ich da eine Custom-Aquarellpalette draus machen kann. Das Video kommt dann erst im Anschluss, weil obviously funktioniert sie aktuell noch, denn die Farben sind ja noch drin. Und was mache ich denn da? Oh mein Gott, ich benutze sie wie Pen Pastels? Ja, die Idee kam mir und euch ja gleichermaßen. Von daher, warum nicht ausprobieren? Was soll schon schief gehen? Es geht gut. Es geht erschreckend gut. Guckt euch das mal an, wie sich das verblenden lässt. Natürlich lässt sich Lidschatten gut verblenden. Dafür ist er ja auch da. Lidschatten ist stark pigmentiert. Das sind Farbpigmente. Teilweise sogar identisch mit denen, die wir in diversen Produkten zum Malen und Zeichnen finden. Sie sind nur anders gebunden, hautfreundlich gebunden und haben natürlich eine andere Haltbarkeit. Und sie sind zum größten Teil ölgebunden. Auch da gibt es Unterschiede, was erzeugen würde, dass das ein oder andere Make-up vom Papier wieder abblättern kann oder da auch ganz lange drauf bleibt. Von der Haltbarkeit mal abgesehen, gibt es da echt keinen Unterschied zu Pen Pastels. Guckt euch diese Farben an, guckt euch diese Farbgewalt an und ich habe schon viel zu viel Pigment genommen. Ich hätte viel weniger Pigment nehmen können. Kennt ihr diese gigantischen, riesengroßen, bunten Lidschattenpaletten, die man bei Amazon kaufen kann für so 10, 15 Euro? Wisst ihr, was ihr tun solltet, wenn ihr unbedingt mit Pen Pastels malen wollt, ihr aber nicht wisst, ob das etwas ist, was ihr dauerhaft nutzen könnt oder ob das ein Medium ist, das euch liegt? Ja, ihr ahnt es schon. Nicht 200 Euro für Pen Pastels ausgeben, um dann festzustellen, dass man damit nicht klarkommt. Nein, 10 Euro ausgeben und Lidschatten kaufen und das Ganze einfach mal damit ausprobieren. Denn für Skizzen, für Übungen reicht das vollkommen aus. Es ist kein Arbeitsunterschied. Sie blenden sich ganz genauso. Da gibt es echt keinen Unterschied. Und ich habe jetzt mit beiden Medien schon ausführlich getestet, geübt und gearbeitet, sodass ich wirklich sagen kann, es gibt da keinen großartigen Unterschied. Mal abgesehen davon, dass Lidschatten Schimmerpartikel enthalten kann. Es gibt Iridescent Lidschatten, es gibt transparenten Lidschatten, der noch Effekte erzeugt. Man kann damit also eventuell noch eine ganze Menge mehr machen. Die Sache ist einfach die, dass wahrscheinlich ein Pastellgemälde mit den Pen-Pastellfarben nach 100 Jahren noch großartig aussehen kann, wenn es dann sorgsam behandelt worden ist. Bei einem Bild mit Lidschatten, da glaube ich, ist die Haltbarkeit nicht so gegeben. Das müsste man ausprobieren. Ich werde auf jeden Fall dieses kleine Bildchen hier ins Fenster legen und ein bisschen der Witterung aussetzen, so heißt Sonnenlicht und Feuchtigkeit, und dann schauen, was damit passiert. Natürlich ist auch das Papier entscheidend und das Fixativ, das man nutzt. Ich blocke hier einfach nur Farben hinein, nutze dabei immer aus Versehen noch viel zu viel Pigment, denn auch hier reicht es wie bei Pen Pastels anzutippen, um Pigment aufzunehmen. Wirklich weniger ist mehr und kontrollierbarer und staubt dann auch nicht so sehr. Und ihr werdet dann auch nicht so bunt wie ich an den Fingern. Tja, wichtig ist also Papier und Fixativ. Ich habe jetzt hier ein recht günstiges Aquarellpapier genommen, denn ich habe mit einigen Experimenten feststellen können, dass die Pen Pastels auf diesem günstigen Aquarellpapier sehr gut halten, sich sehr gut verarbeiten lassen und dass auch das Fixativ hier gute Arbeit leistet. Das Fixativ, das ich benutze, man könnte auch Haarspray nehmen, ihr seht schon, man kann auch einfach alles aus dem Badezimmer benutzen anscheinend. Ja, das Fixativ, was ich benutze hier, ist jetzt Durchschnittzeugs, das man für alles Mögliche nutzen kann. Das erzeugt nochmal, dass die Farben etwas brillanter werden und da der Kugelschreiber, den ich zum Skizzieren nutze, dadurch reaktiviert wird, presst er sich nochmal durchs Papier und verläuft ein bisschen. Wenn man das nicht haben will, dann sollte man natürlich nicht mit diesen Kugelschreibern arbeiten. Aber ich mag diesen Effekt, dass die Outlines dann wieder da sind, sodass ich
diese wieder hervorarbeiten kann. Und das war das Ziel von dem Bild. Es sollte comichaft und dreidimensional, aber outlined wirken. Deswegen habe ich jetzt auch sehr viel mit einem blauen Faber-Castell-Polychrom drüber gemalt. Zweite großartige Sache, neben der günstigen Alternative, ausgesprochen günstigen Alternative zu Pen-Pastels, von der Haltbarkeit jetzt mal abgesehen, polychrome Stifte von Faber-Castell sind, soweit ich mich erinnern kann, ölbasierend. Sie hinterlassen eine sehr glatte Oberfläche und die Pen-Pastels hatten Probleme nochmal über eventuelle Flächen, die bereits mit Polychrom-Stiften bearbeitet worden sind, drüber zu wirken, sich drüber zu decken. Die Pigmente halten auf einer glatten Oberfläche nicht. Aber Lidschatten hält auf einer glatten Oberfläche erstaunlich gut. Und die Öle scheinen sich miteinander zu verarbeiten. Denn ich konnte auch trotzdem fixativ natürlich noch an Pigmente vom Lidschatten herankommen, indem ich mit den Buntstiften drüber gemalt habe. Und konnte nochmal erweiterte Verblendungen erzeugen. Die Pigmente von meinen Faber-Castell-Stiften haben sich viel besser und leichter auftragen lassen als auf reinem Papier. Auf diesem Papier allerdings sowieso besonders gut. Dieses Papier hat sich echt gut geeignet. Der raue Untergrund, der aber nur leicht sichtbar ist und eine schöne Textur macht, passt da wunderbar. Aber besonders gut geht der Faber-Castell-Stift über den Lidschatten mit dem Fixativ. Nicht annähernd so gut, wie ich das bei den Pen-Pastels hatte, wobei ich das auch nochmal im genauen Test haben muss, unter exakt gleichen Bedingungen, gleiches Papier und allem drum und dran. Aber ich war halt baff. Ich schätze mal, das liegt daran, dass beides ölbasierend ist und sich deswegen diese beiden Medien miteinander gut verstehen. Also, dass die beiden Medien gut miteinander kommunizieren. Und das ist auch das einzige etwas teurere Medium, was ich genutzt habe, um dieses Bild hier zu gestalten. Das waren halt meine polychromen Faber-Castell-Stifte. Ich bin dezent baff. Ich schätze mal, man könnte auch mit normalen Buntstiften hier sehr gut arbeiten. Das werde ich wohl auch noch ausprobieren. Ich weiß halt einfach nicht, wie haltbar das Ganze ist. Ich finde es toll, dass man einen Schimmereffekt haben kann, wegen Lidschatten mit speziellen Schimmereffekten. Ich mag die Textur des Papiers. Es schmiert nicht. Es ist vibrant, also sehr farbig. Guckt doch mal, wie wunderbar sich das hier regenbogenfarbig ineinander geblendet hat. Es ist eine großartige, günstige Alternative, um zumindest Pen-Pastels zu lernen, also prinzipiell Pastellkreiden mit denen zu experimentieren, ist nun mal kostspielig. Und das ist eine günstige Alternative, um erstmal dieses Medium kennenzulernen. Und eventuell, wer weiß, nach einigen Tests kann ich das erst sagen, etwas Dauerhaftes, mit denen man richtig großartige Bilder hervorbringen kann. Es steht und fällt immer mit den Pigmenten. Ich kann euch nicht sagen, ob günstige Lidschattenpaletten die gleiche Qualität erzeugen. Das muss man einfach ausprobieren. Aber zum Üben geht's allemal. Ich habe euch alles in der Videobeschreibung verlinkt, außer die NYX-Palette. Die kostet auf Amazon irgendwie horrende viel Geld, was totaler Quatsch ist, weil die kostet im Store nicht so viel, zumindest als ich sie gekauft habe, nicht. Und ja, habe euch meine Alternative verlinkt, die eventuell auch interessant ist. Und ja, habt ihr schon mal mit Make-up gemalt? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin halt noch baff. Mir hat das Spaß gemacht. Ich finde, das sieht großartig aus. Das Endergebnis kann sich echt sehen lassen dafür, dass es kein aufwendiges Bild geworden ist. Ich habe natürlich bewusst kein aufwendiges Bild gemalt, denn ich wusste ja nicht, blättern mir die Sachen wieder ab. Sieht es furchtbar aus, verschmiert die Farben, würde alles braun, gehen die Pigmente weg und dann kann ich nicht Stunden in ein Bild investiert haben oder mehrere Tage, das dann am Ende in der Tonne landet. Aber auch das hier ist echt süß geworden. Hat Spaß gemacht. Ich halte euch, wie gesagt, auf dem Laufenden, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Hier gibt es jetzt zwei zur Auswahl. Ansonsten könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Kritzelpixel.